Ich habe hier noch mal die Spezifika von Familienunternehmen dargestellt im Rahmen meiner Visualisierungsarbeit. Das symbolisiert ein Familienunternehmen, die Familie, das ist das Unternehmen. Und spezifisch ist, dass sich in Familienunternehmen zwei Welten begegnen. Einmal die der Emotion, wo es um Herz, um Bedürfnisse geht, so wie wir das beschrieben hatten. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um Wirtschaft, um die Sicherung des Lebensunterhalts oft ganz vieler Menschen innerhalb der Familie und knallhart um die Führung eines Unternehmens. Da entstehen ganz oft Konflikte, das sieht man hier an dem Blitz. Und wichtig ist, dass das Familienunternehmen sich definiert, zum Beispiel per Leitlinien, ich nenne das ganz gern das Grundgesetz des Familienunternehmens, und das basiert natürlich auf den einzigartigen Werten eines jeden Familienunternehmens. Klassiker sind da Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Treue, also all diese Dinge, die wirklich ein effektives und klassisch kaufmännisches Wirtschaften verkörpern. Das ist was ganz Wesentliches. So definiert sich ein Familienunternehmen und das muss nach außen gebracht werden. Schwierig wird es, das hatte ich erwähnt, möglicherweise in der Situation, wo Nachfolger angetreten werden soll, Nachfolger gesucht werden. Und da kann ich gerne ein Beispiel erzählen, wo ein Seniorunternehmer aus dem Nichts in ganz bewundernswerter Weise ein Unternehmen aufgebaut hat, eine richtige kleine Perle mit 14 Mitarbeitern letztendlich. Der hatte zwei Kinder, ging auf die 60 zu und hat tatsächlich den Weitblick gehabt, hat ein Unternehmen eingeschaltet, das einen Nachfolgeplan gemacht hat. Dieser Plan wurde aufgestellt, dann wurde der in die Schublade gelegt. Und nach 5 Jahren, als der Unternehmer dann 64 war, sagte der, nur damit ihr es wisst, zu seinen beiden Kindern, die im Unternehmen mitgearbeitet haben, in 9 Monaten ist es soweit, dann ziehe ich mich zurück. Es war effektiv nichts vorbereitet, weil zu wenig Dialog geherrscht hat, zu wenig gesprochen worden ist. Und es tat sich ein tiefer Konflikt auf zwischen den beiden Geschwistern, die ganz unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit waren, unterschiedliche Interessen hatten. Und die Situation war schon sehr verfahren. Es ist mir dann gelungen, mit zunächst mal Einzelcoachings, eben dieses Festlegen, was ist denn meine Vision von meinem Leben in 5 Jahren, wie möchte ich dastehen, mit jedem Einzelnen, das war die Vorarbeit. Als das dann stand, hab ich dann mit jedem Einzelnen festgelegt, was ist denn deine Kompromisslinie, wie weit würdest du gehen, welche Kompromisse würdest du eingehen und was ist einfach No-Go, also was sind wirklich fixe Werte, was sind Eckpfeiler, die nicht verrückbar sind. Und mit dieser Vorarbeit sind wir dann in mehrere moderierte Gespräche gegangen. Dazu kam glücklicherweise, dass in diesem Unternehmen noch ein externer Geschäftsführer beschäftigt war, der eine neutrale Position vertreten hat, eine familienneutrale Position sozusagen vertreten hat. Der Unternehmens-, also dieser Führungswechsel hat dann stattgefunden vor mittlerweile 2 Jahren und ich habe heute noch einen ganz intensiven persönlichen Kontakt zu 3 beziehungsweise inklusive diesem externen Geschäftsführer 4 ganz zufriedenen Führungspersönlichkeiten. Auch dieses war möglich, weil eben Familienunternehmen treu sind und diese Treue hat Begleitung verdient. Das kann natürlich gerne mit einer Person geschehen, zu der man auch dann Vertrauen hat. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung.